Nee, hier ist irgendwas. Ah, na guck mal einer an. Okay, hier kommen wir nicht mehr hoch. Dann gucken wir mal, ob wir noch tiefer können. Ach, wir müssen es vielleicht wieder hochlassen. Ja, na gut. Da kommen wir raus. Tschuiuiui. So, ach, hier war das. Das Fluttor ist offen, aber nichts passiert. Hallo? Na komm, mach noch mal auf. Aha. Kurios. Es ging aber schon los, als ich das noch nicht mal genutzt hatte. Ah, okay. Na gut. Untertauchen, mein Guter. So. So, komm, ein bisschen schneller. Pfui. Warum nicht? Ach du. Ah ja. Die Knochen sind durch die Kluft gefallen. Vor Jahren. Ein Luftzug. Da oben muss noch eine Höhle sein. Oder ein Ausgang. Ja, da waren wir doch schon drin, mein Lieber. Ach, manchmal bist du so herrlich. Unlogisch. Können wir nicht untersuchen, okay. Komisch. Das war's jetzt schon hier unten. Sehr komisch. Von hier sind wir gekommen, würde ich sagen. Tja, das war's. Äußerst komisch. Das erstmal wieder aufgehen. Das Fluttor ist offen, aber nichts passiert. Okay.
möchtest. Sehr gut. Mir war doch so, dass wir hier zu diesem Haus kommen. Aber ob wir das schon aufkriegen? Na komm. So. Na, von hier sicher nicht. Hm. Oh komm, Geralt, kletter doch ein bisschen. Nee. Aha. Bei Assassin's Creed würden wir jetzt einfach auf den Baum hüpfen und dann darum. Klauenspuren. Der Feigling hat Morgwart die Tür vor der Nase zugeworfen. So. Na, komm. Geht doch. Aha, aha. Ah ja, die... Ah. Okay. Ein bisschen Licht. So. Na komm, mach die Fackel aus. Ist viel schöner so. Gut. Morgwaks Tagebuch. Der kann einem schon irgendwie so ein bisschen leid tun, der Typ. Auch wenn er das vermutlich verdient hat, was er hier so durchmacht. Okay. Nur immer her damit. Verbesserter Drachentraum. Einmal quer übers Bett. Warum nicht? Hallo? Näh. Neue Gewinnkarte. Naja, das hat sich doch gelohnt. Aber wer stellt eigentlich so einen Stuhl da mitten in den Weg? Wer ist denn so bescheuert? Hm. Ich guck mal auf die Karte. Ist wahrscheinlich wieder da in der Höhle, oder? Vielleicht hätten wir auch ein bisschen genauer, oder ich gerade ein bisschen genauer lesen sollen. Hm. Ist das Tagebuch? Da. Oder wir müssen tatsächlich über den Fluch reden. Mit dem Typen. Ja, so bringt uns das alles nichts. Wir versuchen das mal. Na gut.
Hier geht's ja weiter. Runter. Das kannst du hier nicht tun. Aha. Dann halt Schnellreise. Und nicht plötzlich. Achso, hier ist ja die Höhle, genau. Da sollen wir hin. Ui, das war schneller als erwartet und ich habe wieder mal heimlich was getrunken. Ja, so. Wie komme ich denn da jetzt hin? Wo ist denn der Typ hier? Am Hafen. Oder da am Landesteg zumindest. Krieger. Da ist er. Jorre, du Armleuchter! Noch eins und ich lass dich Kiel holen! Hast du kurz Zeit? Ich bereite das Boot vor, siehst du nicht? Nilfgaardische Hunde, wir jagen uns ein paar. Es geht um größere Beute. Morgmark. Ah, daher weht der Wind. Na gut, frag. Zu Ehren Freyers. Du warst dort, als Morgmark den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Die große Mutter hat mich an diesem Tag beschützt. Mhm. Aber ihre Priesterinnen waren ihr egal? Sieht so aus. Morgwag fesselte sie und schnitt ihnen die Kehlen durch wie Pferden, die man opfert. Und er lachte. Verstehst du? Er lachte. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten Atem. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Heilige Frau. Mhm. Was geschah mit Morgmark? Kaum zu glauben, aber ihm wuchs ein Fell und sein Gesicht wurde zur Wolfsschnauze. Er heulte lang und schmerzerfüllt und dann stürzte er sich auf seine Männer. Sie wollten fliehen, aber er war schnell wie der Blitz. Und als er sie tötete, als seine Kiefer sich um ihre Kehlen schlossen, wurden sie zu Asche. Einfach so und rieselten ihm aus dem Maul. Nicht gut. Der Fluch ist komplex, mehrstufig. Wie die Macht der großen Mutter. Ja. Du hast den Priesterinnen nicht geholfen. Wieso nicht? Wie hätte ich das denn tun sollen? Alleine gegen ein Dutzend Plünderer, die... Was glotzt du so? Ich staune nur. Ihr seid hier doch besessen von Ehre und Mut und so weiter. Und du gibst einfach Fersengeld? Seltsam. Bin nicht stolz drauf. Seit jenem Tag suche ich den ehrenhaften Tod auf See. Aber die Göttin hält es wohl nicht für angebracht, mich zu rufen. Noch nicht. Da würde ich gerne nachhelfen. Lügner. Was? Bei den Brüsten der großen Mutter? Spar dir das. Ich kauf dir deine Frömmigkeit nicht ab. Du warst einer von Morgwags Männern. Sieh an, wie klug du bist. Aber eins hast du übersehen. Die Jungs hier sind meine Männer. Jeder bis an die Zähne bewaffnet. Ich stell euch vor. Eieieiei. Ich bin Hexer, kein fahrender Ritter. Ich bin nicht der Gerechtigkeit wegen hier. Und warum gräbst du dann die Vergangenheit aus? Weil ich wissen muss, was im Garten genau geschehen ist, um Morgwags Fluch zu brechen. Und warum zur Hölle? Soll der Hurensohn noch leiden bis Ragnarok? Ach was, bis zum Tag danach. Ich mach das beruflich. Das hab ich auch mal gesagt. Bis Morgwag Befehl gab, nach Hindarsfjall zu segeln. Ich habe viel und grausam geplündert. Frauen getötet, Kinder. Wen immer meine Axt eben traf. Aber Priesterinnen, das war sogar mir zu viel. Als es vorbei war
und Morgwag mit den anderen trank, nahm ich dies zur Hand. Ein Wolfszahnanhänger, mit Runen bedeckt. Ich hatte ihn von meinem Vater, dem Godi unseres Dorfs. Er sagte, wen immer ich damit ritze, erleide ein Schicksal schlimmer als der Tod. Er hat wohl recht behalten. Hat dein Papa auch erwähnt, wie man es umkehrt? Das Opfer muss nur den Zahn bekommen, das ist alles. Aber du kriegst ihn nicht. Der Hurensohn soll leiden. Und die Priesterinnen? Sie sehnen sich nach ihrem Garten. Und du bist ihnen was schuldig, meinst du nicht? Na schön. Nimm ihn. Aber nicht umsonst. Eins verlange ich dafür. Ich sage niemandem was von deiner Vergangenheit. Mein Wort drauf. Das nicht. Wenn du was sagst, finde ich dich und töte dich. Ist Morgwag wieder Mensch? Kannst du ihn nicht gehen lassen? Auf keinen Fall. Angst. Merkt ihr das? Aha. Ob der so stark ist, wie er aussieht? Finde einen anderen Weg. Konstrukt ist er garantiert nicht. Verflucht ist er. Na gut. Ja, das bringt uns nicht wirklich weiter. Das ist doch doof. Das finde ich jetzt nicht okay. Wir gucken mal alles durch, damit das alles als gelesen markiert ist. Na gut. Die Priesterinnen sind furchtbar sauer auf dich. Auch auf die Zauber. Ja, sollen sie. Ich arbeite ja schon dran, dass es besser wird. Meine Güte. So, also die Ladezeiten haben sich nach dem Patch jetzt deutlich verringert. Ich bin stolz auf die Entwickler. Ganz ehrlich, ich freue mich richtig. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Bevor ich das vergesse, ich will es jetzt wissen. Also hier garantiert nirgendwo. Oh, nicht erkundeter Ort, okay. Mal hier rüber. Da ist eine Truhe. Ha! Also so ein Lager. Sehr schön. Das ist doch in Trist, sage ich schon. Yennefers Zimmer, oder? Cool. Schön. Das freut mich. Wobei man, wenn man das halt alles auch lagert, kein Geld mehr dafür kriegt, ne? Ist natürlich auch irgendwie auch doof. Irgendwas ist ja immer. Aber so Bücher und sowas alles, das kann man dann mal wegpacken. Und, Moment, ich muss mal... 144. So Zutaten und so weiter, die sollen nichts mehr wiegen. Na, das wiegt garantiert noch was. Nee, das wiegt nichts. Seht ihr's? Kein Gewicht mehr unten. Unter dem Preis sozusagen. Das wiegt noch was. Das auch nicht. Okay, aber geringfügig. Aber das möchte sein bei so einem Zeug. Okay, das wiegt auch noch was. Alles klar. Cool. Freut mich aber. Das wiegt auch gar nichts mehr. Bestens. Sehr schön. Umso besser. Das ist sehr cool.